Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Jannika Gellinek und heiße Sie ganz herzlich hier im Literaturhaus Berlin willkommen. Heute mal im kleinen Saal, weil wir haben im großen Saal, man kann es nicht anders sagen, Baggermatsch an die Wand geworfen und werden da die Bühne ganz neu machen. Und genau, das wollen wir Ihnen gerade nicht zumuten, dass Ihnen irgendwie so Lehm auf den Kopf bröselt. Deswegen heute Abend hier, aber genauso schön und mit einem ganz tollen Buch. Meistens werden ja immer die Autoren gefragt, wie sind sie auf die Idee gekommen und warum haben sie dieses Buch geschrieben. Mir geht es ganz oft so, dass ich gerne das Publikum fragen würde, warum sind sie eigentlich hier? Es gibt ja so ganz verschiedene Motivationen, also entweder ist es die Martin Korditsch Fanbase, die ist sicherlich auch da, vielleicht die Marion Brasch Fanbase, die ist wahrscheinlich auch da. Vielleicht kommen Sie zu allen GegenwartsautorInnen-Veranstaltungen. Vielleicht sind Sie ein Fan von Verlag S. Fischer. Ich weiß es nicht. Ich werde Sie jetzt auch nicht fragen. Natürlich habe auch ich meine Motivation, warum ich diesen Text so toll fand, warum ich diesen Autor eingeladen habe. Das kann ich auch nicht alles mit Ihnen teilen, aber eine kleine Geschichte, die wunderschön zu diesem Buch passt schon, nämlich wir haben im Mai Abbas Kider hier vorgestellt, die Buchpremiere von Der Erinnerungsfälscher. Und dann saßen wir nach der Veranstaltung unten im Café und ich bin nochmal auf den Stil des Buches zu sprechen gekommen und meinte, ich finde das wirklich fantastisch, ich habe auch mal als Lektorin gearbeitet, da ist jeder Satz sitzt. Und er meinte, ja, ich habe einen ganz tollen Lektor, Martin Korditsch. Und dann meinte ich, hä, aber von dem lese ich gerade einen Roman, das kann doch gar nicht sein. Also nein, das kann nicht sein, das ist mein Lektor. Der hat, was? Und er hat sich auf meinem Kindle die Fahne zeigen lassen, weil er das nicht glauben konnte. Und dann war ich richtig neugierig, ich war bei der Lektüre schon glücklich und dann dachte ich so, das finde ich jetzt toll. Es ist ein hervorragender Lektor ist, das habe ich jetzt schon gesehen, aber dass er offenbar auch es schafft zu schreiben, ohne dass seine Autoren wissen, dass er selbst Autor ist, jetzt bin ich richtig neugierig. Hier ist er, ich gestehe, ich habe natürlich gleich Abbas Kider gefragt, ob er moderieren will, der konnte nicht und die Zweitlieblingswahl war Marion Brasch, ich freue mich sehr. Sie arbeitet beim Radio, ist auch Autorin und hat sofort zugesagt, was uns sehr gefreut hat. Ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass Sie da sind, stimmt's? Ja. Erste Frage natürlich, bevor wir richtig reingehen ins Gespräch über diesen tollen Roman. Hat Abbas Kider sich gemeldet und gesagt, was, du hast einen Roman geschrieben und ich weiß nichts davon? Ja. Ich habe dann kurz darauf eine WhatsApp bekommen, ähnlich überrascht klang wie das, was Sie geschildert haben. Ja, krass. Also darüber reden wir vielleicht auch ein bisschen später. Wir reden über einen wirklich tollen Roman. Also ich habe den gelesen und dachte, der ist ganz viel, der ist also was mich so bewegt hat, dass da ganz viel drin ist. Also es ist unglaublich vielschichtig, es macht viel mit, hat viel mit mir gemacht, als ich ihn gelesen habe, darüber werden wir sprechen. Aber erstmal, Sie sind gerade wirklich auf Lesereise, Sie haben viel zu tun, ne? Macht das Spaß, also so unterwegs zu sein mit dem Roman? Ja, bislang. Weil es gibt auch Autoren, die hassen das. Die hassen es, in fremden Städten zu sein, in Hotels zu pennen, irgendwie nicht zu wissen. Ja, also ich habe das Gefühl, es kommt auf die Dosierung an. Also ja, okay. Mit einem Termin oder zwei Terminen in der Woche macht es Spaß. Darüber hinaus wird es dann ein bisschen anstrengend, aber das liegt dann nicht an den einzelnen Orten, sondern einfach nur durch den permanenten Wechsel, wieder in einem anderen Hotelzimmer zu schlafen. Und man kommt, glaube ich, an Orte, in denen man noch nie war mitunter, oder? Man lernt auch ein bisschen. Ja, die Welt vielleicht aber man lernt auch schöne Buchhandlungen kennen. Ah ja, genau. Gut, Ihr erster Roman, der ist 2014 erschienen, wie ich mir das Glück vorstelle, jetzt Jahre mit Martha ist der zweite Roman. Wenn man sich das anguckt, also jetzt haben wir das Jahr 2022, 8 Jahre dazwischen, das ist ungewöhnlich eigentlich. Ne? Also es gibt natürlich Autoren, Autorinnen, die arbeiten sehr, sehr lange an Romanen, viele, viele Jahre gehören sie dazu. Also hat es wirklich, der erste Roman war
in der Welt und dann war die Idee für den zweiten und dann dieses lange Arbeiten an diesem? Ja, ich habe für beide Bücher, ich habe auch für den ersten ungefähr 5 Jahre gebraucht und daran gearbeitet und dann an diesem Roman auch 5 Jahre. Und das ist, jetzt haben Sie gesagt, das waren 8 Jahre, also das heißt, ich habe 3 Jahre nichts getan. Zumindest was das Schreiben betrifft, nichts getan. Und das liegt ein bisschen daran, dass ich, also einerseits schreibe ich langsam und arbeite langsam und ich habe auch weder beim ersten Text noch bei diesem Text noch jetzt nach diesem Text das Gefühl, die mit allergrößter Sicherheit jetzt so sagen zu können, ja, und ich schreibe jetzt noch einen und noch einen und noch einen Roman, sondern nach dem ersten Buch hatte ich das Gefühl, es ist jetzt vorbei, eigentlich habe alles, was ich schreiben wollte, in diesem Buch verpackt und so ähnlich geht es mir jetzt auch nach diesem und dann ist das eigentlich in beiden Fällen, und das beginnt jetzt auch so ein bisschen wieder so, eher so eine tastende Bewegung, dass ich in so, also ich schreibe grundsätzlich viel im Alltag auf oder mit, aber das ist natürlich keine Romanarbeit, aber dadurch sortiere ich wahrscheinlich irgendwie meine Gedanken und irgendwie formt sich dann was, das dann irgendwann dazu führt, dass man am Anfang einer Geschichte steht, auch wenn das nichts mit den Notizen zu tun hat. Das sind eigentlich eher tagebuchartige Notizen oder Sätze, die ich mir notiere irgendwo. Und die Arbeit an und für sich dann, dass die dann jeweils 5 Jahre in Anspruch genommen hat, das liegt ein bisschen daran, dass ich das selbst sehr mag, mich während eines Romans in meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln und diese Entwicklung auch Einklang findet in den Roman. Also dadurch wird der Roman irgendwie reichhaltiger, habe ich das Gefühl, durch diese langsame Arbeit. Das ist interessant. Also ich habe mir überlegt, dass wir lesen, also nicht wir lesen, Martin Cordage liest, wir unterhalten uns dazwischen und im letzten Teil würde ich gerne auch mit Ihnen über das Schreiben intensiver sprechen, weil wenn Sie sagen, auch die Persönlichkeit entwickelt sich und man wächst, nicht nur mit der Geschichte, sondern ja auch im Alltag und mit dem Leben, ja, das man führt und so, wo ich dann denke, ja, am Ende, wenn es so ist, nach 5 Jahren ist man zwar kein anderer, aber hat einen völlig anderen Erfahrungshaushalt oder so, fängt man dann wieder von vorne an und sagt, okay, was ich da geschrieben habe, das kann ich jetzt noch anreichern. Also wird dann aus einem, der ist ja gar nicht so dick, aber wird dann aus einem 300-Seiten-Roman ein 600-Seiten-Roman, weil man ihn noch anreichern muss. Aber da können wir ja später drüber sprechen. Genau, also jetzt erstmal zu diesem Roman. Das, der für mich, also es gibt ja dann auch immer so Genres, ne? Also man sagt, okay, das ist dieses Genre. Und das Schöne an diesem Roman ist, dass ja ganz vieles ist. Also der ist eben eine Entwicklungsgeschichte, eine Coming-of-Age-Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte, ein Beziehungsroman auf verschiedenen Ebenen, es ist ein Bildungs- und Gesellschaftsroman, also all das ist diese Geschichte und es knallen so Welten aufeinander in all diesen Bereichen, also was Beziehung betrifft und eben auch was Gesellschaftsstrukturen bzw. Leben betrifft in verschiedenen Klassen, also ist auch ein Roman über eine Klassengesellschaft, wenn man so will. Wir lernen kennen einen Jungen, also am Anfang des Romans einen Jungen, der ist 15 Jahre, ein Teenager, Jelko heißt er, genannt Jimmy, den begleiten wir, bis er, glaube ich, so Mitte 30 ist, über ungefähr 20 Jahre. Was war zuerst da, also war zuerst diese Figur, dieser Charakter, diese Figur Jelko da oder die Idee für eine Geschichte? Können Sie sich daran erinnern? Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil ich habe ja gerade erzählt, dass ich so viel aufschreibe im Alltag und ich habe irgendwann dann wieder mit einem Roman beginnen wollen und hatte eigentlich etwas ganz anderes vor und hatte viel sortiert. Da ging es um das Thema Segeln und ich hatte eigentlich die Idee, einen Roman zu schreiben über eine Seglerin. Das hat überhaupt nichts mehr mit diesem Buch zu tun. Allerdings also nicht, dass ich weiß gar nicht, das Wort Segeln da überhaupt einmal vorkommt. Ja, doch, es gibt eine Stelle, in der gesegelt wird. Und eigentlich war dieser Roman zu Beginn
wie einer Art Ausweichbewegung. Also ich habe dann irgendwann beginnen wollen und habe die ersten drei Sätze geschrieben, wie sie auch jetzt in diesem Buch stehen. Und in diesen ersten drei Sätzen sind diese beiden Figuren da, es sind beide benannt und es ist auch sofort klar, dass es so eine große Distanz zwischen ihnen gibt, weil er von Frau Gruber spricht. Und dieser Konstellation zu folgen, hat mir dann deutlich mehr Spaß bereitet, als irgendwie diese Idee zu verfolgen, dass wirklich nur eine Idee war. Und ich wollte diese Energie der Freude, die dann da in diesen Anfangssätzen lag, weiterverfolgen und habe dann den ersten Teil, die ersten 50, 60 Seiten sehr, sehr schnell geschrieben. Also die habe ich, ein Drittel des Romans ist in 4 Wochen entstanden und der Rest in 5 Jahren. Okay, dann widmen wir uns doch mal dem ersten Drittel des Romans, um nicht zu sagen dem Anfang, in dem wir dann auch Jelko und Frau Gruber schon kennenlernen. Ja, genau. Ich lese den Anfang des Romans aus dem ersten Teil 1. Ich sah Martha zum ersten Mal auf dem 40. Geburtstag meiner Mutter. Damals wusste ich nicht, dass sie Martha hieß. Ich kannte sie nur als Frau Gruber. Die Geburtstagsfeier sollte unten im Gemeindesaal stattfinden. Das war der Keller in unserem Hinterhof. Mehrmals wöchentlich trafen sich dort die Mitglieder des Friedenszentrums für einen Nähkurs oder zum Bibelstudium. Obwohl es von außen nicht erkennbar war, gehörte das Haus einer kirchlichen Gemeinschaft oder einem christlichen Verein. Genau weiß ich das nicht. Zwischen vielen anderen braunen Häusern stand es irgendwo in Ludwigshafen. Mein Vater war hier der Hausmeister und meine Mutter die Putzfrau. Für diese Arbeiten bekamen wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Vorderhaus, in der wir mietfrei wohnen konnten. Mein Vater, meine Mutter, mein großer Bruder Kruno, meine kleine Schwester Ljuba und unser Wellensittich Lothar, der so hieß, weil Lothar Matthäus der beste Fußballer war. Hauptberuflich war mein Vater nicht Hausmeister, sondern Bauarbeiter. Er war immer auf Montage. Zusammen mit meiner Mutter verdiente er zwar so viel Geld, dass ich an Klassenfahrten teilnehmen konnte, dafür habe ich meinen Vater allerdings nur am Wochenende gesehen. Als sein Körper für die Baustelle zu kaputt war und er endlich im Trainingsanzug bei uns im Wohnzimmer saß und Fernsehen guckte, da war ich längst ausgezogen und lebte weit weg in einer anderen Stadt, aber das ist eine Geschichte, die ich später erzählen will. Damals fand ich das alles ganz normal. Und an dem Tag, an dem meine Mutter ihren 40. Geburtstag feierte, da saß mein Vater also in Frankfurt in einem Autokran und versetzte Schalungen für die Bahnsteige des neuen Fernbahnhofs am Flughafen. Mein Bruder machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der BASF, saß bei einem Cousin in der Autowerkstatt herum oder spielte Fußball für den FC Croatia Vorderpfalz. Meine Schwester war noch sehr jung. Sie ging in die 2. Klasse oder half meiner Mutter beim Putzen und Kochen. Wenn also unter der Woche in den Räumen des Friedenszentrums etwas repariert werden musste, sprang meist ich als Hausmeister ein. So auch an dem Tag, an dem Martha und ich uns zum ersten Mal begegneten. Nach der Schule holte ich Ljuba vom Hort ab und half dann meiner Mutter, den Gemeindesaal herzurichten. Wir schoben 3 Tische zusammen, legten Plastiktischdecken darüber und breiteten darauf noch echte Häkeldeckchen aus. Meine Schwester wischte die Kellertoilette. Aus unserer Wohnung holte ich silberfarbene Serviertabletts mit Schinken und Käse und trug ein schweres Blech mit selbstgebackenen Süßigkeiten in den Gemeindesaal. 2 Tage lang hatte meine Mutter alles zusammen mit meiner kleinen Schwester vorbereitet. Dann die Torte noch, rief sie mir zu, und das war der erste ungewöhnliche Moment an diesem Tag, denn eine Torte bedeutete, dass jemand eingeladen war, der ein feinerer Mensch sein musste als wir, als meine Mutter, meine Tanten, meine Cousinen und die Frauen von der Putzkolonne aus dem Krankenhaus. Für Frau Gruber, sagte meine Mutter, die aus Heidelberg. Meine Mutter hatte eine Schwarzwälder Kirschtorte gekauft,
die ich nun aus dem Kühlschrank holen und anrichten sollte. Meine Mutter backte tagelang mit meiner kleinen Schwester komplizierte Kekse und andere Süßigkeiten, fürchtete aber, Frau Gruber aus Heidelberg könnte unser Essen für minderwertig halten und kaufte deshalb eine Tiefkühltorte aus dem Supermarkt. Meine Mutter wollte Frau Gruber aus Heidelberg gefallen. Meine Mutter wollte, dass Frau Gruber aus Heidelberg dachte, wir seien gute Ausländer. Meine Mutter war die Putzfrau von Frau Gruber. Ohne Frau Gruber überhaupt zu kennen, wusste ich genau, dass sie sich gleich auf unseren Schinken und unsere Bresquitze stürzen würde, während ich die noch halbgefrorene Schwarzwälder Kirschtorte essen würde, um meine Mutter glücklich zu machen. Liegt Heidelberg nicht eher im Odenwald? Fragte ich. Aber als ich feststellte, dass in den Augen meiner Mutter eine große Angst sichtbar wurde, etwas Wesentliches falsch gemacht, etwas von diesem Land auch nach über 20 Jahren nicht verstanden zu haben, sagte ich, alles gut, Mama, ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte. Kurz nachdem die ersten Frauen zur Feier erschienen waren, wurde ich in den Hinterhof gerufen. Die Spülung der Kellertoilette funktionierte nicht und ich sollte sie reparieren. Da ich von Sanitärarbeiten überhaupt keine Ahnung hatte, aber männlich wirken wollte, holte ich den Werkzeugkoffer. Ich klopfte zweimal mit der Wasserpumpenzange auf den Spülkasten, dann noch ein paar Mal gegen die Leitung unter dem Becken, damit alle Frauen hörten, dass ich arbeitete, und beschloss dann, das WC für die Feier abzusperren. Etwas stimmt nicht mit dem Dichtring, sagte ich, weil das ein Begriff war, den ich mal bei einem Cousin aufgeschnappt hatte, der als Gaswasserinstallateur arbeitete. Ich schloss die Tür ab, steckte den Schlüssel ein und ging zurück ins Vorderhaus in unsere Wohnung. Damit nicht alle klingeln mussten, schob ich den kleinen Hebel am Türschloss hoch. Die Frauen, die nun im Laufe des Nachmittags zur Toilette mussten, kamen also nach und nach in unsere Wohnung, alle meine Tanten und Cousinen, einige Kolleginnen aus der Putzkolonne im Krankenhaus und schließlich auch Frau Gruber. Ich erkannte sie sofort. Frau Gruber hatte echte blonde Haare. Erst dachte ich, sie habe weiße Haare. Dann aber stellte ich fest, dass es eine Mischung aus blonden und weißen Haaren war, woraus ich ableitete, dass sie nicht gefärbt sein konnten. Wie um die Echtheit ihrer Haarfarbe zu unterstreichen, hatte Frau Gruber mitten im Gesicht Sommersprossen, die mir gleich sehr gut gefielen. Frau Gruber trug eine hellblaue Jeans und einen ausgeleierten Rollkragenpulli, obwohl es draußen schon recht warm war. Vielleicht, dachte ich, ist es Frau Gruber vor diesem Geburtstagsfest ja ähnlich gegangen wie meiner Mutter. Unsere Schwarzwälder Kirschtorte war ihr ausgeleierter Rollkragenpulli. Hallo, sagte ich. Frau Gruber erschrak. Sie hatte sich ein wenig bei uns im Flur umgeschaut und nicht gemerkt, dass nur ein paar Meter weiter, am Ende dieses Flurs hinter einem Vorhang, ich auf meinem Bett saß und Zeitung las. Der Vorhang war nur halb zugezogen, der Bereich dahinter war mein Kinderzimmer. Hallo, sagte Frau Gruber, ich suche die Toilette. Direkt hier, sagte ich und zeigte auf die Tür vor meinem Bett. Frau Gruber kam auf mich zu. Sie blieb vor mir stehen und winkte mir. Ich winkte zurück. Nach dieser ersten Begegnung vergehen ein paar Wochen. Es sind Sommerferien und sie begegnen sich noch einmal zufällig in diesen Sommerferien. Und bei dieser Begegnung bietet Martha Gruber, Jelko, Jimmy, einen Job an, einen Ferienjob an. Und zwar soll er im Garten von Frau Gruber oder von den Grubers, sie ist frisch geschieden und hat eine Tochter, Editha, soll im Garten der Familie arbeiten. Und dazu muss man auch wissen, dass Editha, das Kind der Familie, zur Trennung ihrer Eltern 3 Kaninchen geschenkt bekommen hat. Und diese Kaninchen, die haben sich innerhalb kürzester Zeit vermehrt. Das sind 12 Kaninchen inzwischen. Und um diese Vermehrung zu stoppen, wurden die alle sterilisiert und kastriert. Und seitdem sind sie erbitterte Feinde und beißen sich. Und
Jimmys Aufgabe ist es nun, ganz hinten im Garten der Grubers einzelne Gehege anzulegen, damit die Kaninchen sich unabhängig voneinander ein neues Glück aufbauen können. Ich bekam für meinen Ferienjob bei Frau Gruber jeden Tag 10 Mark. Außerdem durfte ich abends die Zeitung mitnehmen und mir so viele Bücher aus der Bibliothek der Grubers ausleihen, wie ich wollte. Der größte Verdienst jedoch bestand für mich darin, einfach nur in der Nähe von Frau Gruber zu sein. Am besten gefielen mir die sonnigen Tage, an denen wir beide im Garten waren und arbeiteten. Ich war die meiste Zeit im hinteren Teil des Gartens, skizzierte Pläne für die Kaninchengehege, schnitt Maschendraht zurecht oder schlug Holzpflöcke in den Boden. Frau Gruber saß derweil auf der Terrasse unter einer weißen Markise. Sie hatte sich dort am Pool einen Sommerschreibtisch eingerichtet und bereitete ihre Seminare für das nächste Semester vor. Frau Gruber war eine echte Professorin. Jeden Tag trug sie ein anderes Kleid, den immer gleichen Strohhut, unter dem ihre blonden Haare hervorschauten, und eine Sonnenbrille mit kreisrunden Gläsern. Ich fand es schön, Frau Gruber beim Denken, beim Schreiben, beim Klugsein zu beobachten. Über den gesamten Garten hinweg bewunderte ich sie für ihre Intelligenz. Genauso interessant fand ich es aber auch, wenn Frau Gruber schwimmen ging. Das machte sie jeden Tag genau einmal, meist am frühen Nachmittag. Sie stand dann erst noch eine Weile im Schatten unter der Markise. Weil sie eine Sonnenbrille trug, konnte ich nicht erkennen, wohin sie schaute. Ein paar Minuten lang schien sie ihren Blick einfach durch den weiten Garten gleiten zu lassen. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie würde zu mir schauen, um festzustellen, ob ich zu ihr schaute. Ich erklärte es mir damals aber so, dass sie nach dem langen Sitzen und Denken erst für eine gewisse Zeit stehen wollte, um ihren Kreislauf bei dieser Hitze mit einem raschen Wechsel zum Sport nicht zu sehr zu belasten. Vielleicht, dachte ich, benötigt sie aber auch ein paar Minuten, um aus der Welt der Theorie wieder in die Realität des Gartens herüberzutreten, an dessen Ende ich stand, ein braungebrannter Junge mit nacktem Oberkörper, der Holz sägte. Irgendwann legte Frau Gruber den Strohhut zur Seite, zog sich das Kleid über den Kopf und band sich die Haare zusammen. Sie trug einen dunkelblauen Badeanzug und hatte noch immer die Sonnenbrille auf. Frau Gruber fing nun an, Gymnastik zu machen. Erst stellte sie die Beine hüftbreit auseinander und beugte sich mit den Händen voraus zum Boden. Dabei wippte sie immer wieder ein bisschen vor und zurück, was ich sehr aufregend fand und was sie so lange machte, bis sie mit den Handflächen tatsächlich ganz auf den Boden kam. Frau Gruber richtete sich wieder auf, griff sich mit der linken Hand an den rechten Ellenbogen und drückte ihn hinter den Kopf. Dabei stand sie nun ganz aufrecht. Das Gleiche machte sie auch mit dem anderen Arm. Für die letzte Übung tauschte Frau Gruber die Sonnenbrille dann bereits gegen eine Schwimmbrille. Sie trat ein paar Meter unter der Markise hervor und ging zu einem Baum. Dort drückte sie einen Arm längsseits an den Stamm und drehte ihren Oberkörper vom Baum weg. Weiter und weiter, rechts und links. Dann ging sie zum Pool und sprang hinein. Eine Dreiviertelstunde lang schwamm Frau Gruber nun Bahn um Bahn. Im immer gleichen Tempo, im immer gleichen Rhythmus, mit der immer gleichen Atmung. Es war eine einzige Gleitphase. Alles bei Frau Gruber sah so einfach aus. Vielen Dank. Dankeschön. Und damit beginnt im Prinzip eine Liebesgeschichte. Irgendwann wird Frau Gruber zu Martha. Und wir werden die beiden, sie kommen sich näher, sie lassen sich wieder los, sie begegnen sich wieder. Also das ist die Geschichte einer sehr ungewöhnlichen Beziehung. Und natürlich ungewöhnlich auch, weil die beiden, also er ist 15 und sie ist eine erwachsene Frau. So, und das ist ja schon mal bizarr. Also man irgendwie denkt, okay, interessant. Und umgekehrte Konstellationen
zu erzählen, ein älterer Mann, das gibt es ja auch, ne? Also ein älterer Mann oder ein junges Mädchen und ein älterer Mann, das kriegt dann sofort so eine merkwürdige, so einen merkwürdigen Unterton und man ist dann immer gleich versucht. Aber Sie machen ja was ganz Raffiniertes, Sie beschreiben ja nicht als Erzähler diese Liebesgeschichte, sondern wir sehen Frau Gruber, Martha, mit den Augen dieses 15-jährigen und heranwachsenden und dann später eben auch erwachsenen Mannes. War das von vornherein klar? Also war das auch so eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich kann nicht von außen auf diese Beziehung gucken, ich kann die nur aus der Perspektive dieses Jungen erzählen? Also ich habe ja ein bisschen erzählt, wie dieser Anfang entstanden ist. Da war dieses Ich schon da. Aber ich war, das kann ich auf jeden Fall sagen, sehr froh darum, als ich dann weitergeschrieben habe. Weil ich beim Weiterschreiben, je näher die sich kommen, natürlich festgestellt habe, dass das schwierig ist, das zu schreiben oder das so auszubalancieren, dass es nicht zu klar in die eine oder in die andere Richtung kippt. Und da war ich dann sehr froh drum und habe das auch dann nicht mehr verändert, ganz nah bei ihm zu bleiben. Und im Prinzip zieht sich das auch weiter in die Beziehung dieser beiden, dass selbst wenn sie über ihre Beziehung sprechen, sie eigentlich immer über Jelko sprechen. Also er ist das Zentrum der Beziehung und Martha bleibt eigentlich die ganze Zeit ein bisschen ein Phantom und es gibt sehr wenige Hinweise, stille, leise Hinweise rechts und links im Text, was eigentlich die Voraussetzung für sie ist, sich auf diesen Jungen einzulassen möglicherweise. Also es umweht sie auch so ein Geheimnis, ne? Ja. Also auch für ihn bleibt sie irgendwie ein Geheimnis, er schließt sie nie so richtig auf. Was sie für ihn ist, lernt man im Laufe der Zeit, also sie hat eine unglaubliche erotische Ausstrahlung auf ihn, das hören wir auch am Anfang schon. Sie haben einen Satz jetzt in der ersten Passage weggelassen, ja. Nach dem Winken, da ja. Guckt er nämlich auf den Hintern. War das eine bewusste Entscheidung, den Satz? Das war eine bewusste Entscheidung, okay. Aber ich kann, wenn wir jetzt hätte drüber... Hätte ich das jetzt nicht verraten? Nein, wenn wir jetzt drüber sprechen, also wir erinnern uns, Frau Gruber kam auf mich zu. Sie blieb vor mir stehen und winkte mir. Ich winkte zurück. Dann ging Frau Gruber an mir vorbei auf die Toilette und ich schaute ihr auf den Hintern. Das ist nicht ganz unwichtig, ne? Also ja, es ist nicht ganz unwichtig, aber ich habe festgestellt, oder ich habe es mir so vorgestellt, vielleicht mache ich es auch künftig auf Lesungen anders. Also sie geht dann auf die Toilette, ja. Das ist auch eine sehr unangenehme Situation. Und ich habe das Gefühl, ich stelle es mir so vor, dass das... diese Stelle vorzulesen, die Stimmung zu kreieren, dass das schwieriger ist, als wenn man das mit sich selbst im Text hat, wenn man es liest. Das stimmt, das habe ich mir auch überlegt, ja. Aber trotzdem musste ich danach fragen. sie hat eine große Wirkung auf ihn und die Frage ist, also man wird es nie so richtig, man erfährt nicht so richtig, was sie in ihm sieht, weil er es erzählt und er es ja nicht sagen kann. Ne? So. Auch wichtig ist, sie führt ihn ein, sie ist Professorin, sie führt ihn ein in die Welt der Literatur. Also er betritt eine Welt, die ihm bis jetzt völlig verschlossen war. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, also Mutter Putzfrau, Vater Bauarbeiter auf Montage und so, Hausmeister. In dieser kleinen Zweiraumwohnung, zu fünft leben sie dort und so. Also es ist eben dieser Klassenunterschied und sie öffnet ihm die Welt eine andere Welt, eine besondere Welt. Was war der Moment, wo Sie sagten, okay, also wenn ich das richtig verstehe, folgen Sie, also Sie hatten diese beiden Figuren und Sie folgen oder beziehungsweise Sie folgen nicht, weil Sie inszenieren die ja, lassen die Geschichte irgendwie wachsen. Diese andere Welt auf ihn nicht einstürzen zu lassen, sondern ihm zu eröffnen. Sie sagt, okay, er hat auch noch was anderes in seinem Leben, wonach er sich sehnt. Ja, genau, also das ist eigentlich die ihm von Beginn an eingeschriebene Grundmotivation,
dass er sich unglaublich angezogen fühlt von jeder Art von Bildung. Also er ist jetzt eigentlich nicht so sehr, dass er ökonomisch aufsteigen will. Mhm. Das würde vielleicht dann automatisch damit einhergehen. Aber sein, wovon er sich angezogen fühlt, ist von Büchern, von Texten, von Wörtern. Er sammelt aus dem Altpapier, fischt er alte Ausgaben von Psychologie heute oder anderen Magazinen und schreibt sich Wörter raus, die er nicht kennt, die er nicht kennt, weil er nicht das Deutschen mächtig ist, sondern die er nicht kennt, weil sie die kodierte Sprache einer anderen Klasse sind, von Bildungsbürgern. Und er ist total fasziniert davon und daraus neben der, oder das hängt ja vielleicht auch unmittelbar miteinander zusammen, neben der körperlichen Erotik speist sich daraus natürlich auch das Anziehungspotenzial dieser Frau für ihn, weil sie alles verkörpert, was er sich wünscht. Mhm. Sie ist blond, sie ist vermögend, sie hat Bücher zu Hause und das alles findet er unglaublich anziehend. Um letztlich ja auch das zu verlassen, was seine Welt ausmacht. Also es geht ja auch darum, auszubrechen. Also einerseits eine Klasse, also ein Aufstieg im Prinzip, ne? Also ein Aufstieg in eine andere Klasse, das ist das eine. Und das andere, auch seine Herkunft hinter sich zu lassen. Und das spielt auch eine große Rolle. Also die Familie kam aus Bosnien-Herzegowina, ist eine kroatische Familie. Das spielt in den 90er Jahren, das sollte man vielleicht dazu sagen, weil sie, da ja. spricht man, hat man noch D-Mark bekommen. Und die Eltern sind eben aus dem Krieg nach Deutschland gekommen, beziehungsweise nicht aus dem Krieg, Quatsch. Nee, genau, sie sind als Gastarbeiter schon gekommen, aber es kommen noch andere dann. Ja, genau. Ja, genau, also in den Krieg gehen wir ja dann später rein noch, genau. Ja. Also aber diese Herkunft letztlich auch zu verlassen, also nicht nur diesen Klassenunterschied zu überwinden, sondern auch diese Herkunft hinter sich zu lassen. Ja, genau, aber da ist mir tatsächlich im Schreiben, für mich selbst liegt der Fokus schon eher auf der Klassenthematik, als auf der Geschichte der geografischen Herkunft der Familie, weil ich glaube, dass die geografische Herkunft eigentlich nicht viel mit seinen Problemen zu tun hat, sondern die Probleme, die er hat, die kann sicherlich auch jemand teilen, der aus einem Arbeiterhaushalt kommt und beide Eltern stammen aus Deutschland. Aber geht es nicht auch immer darum, sagen, okay, wir sind hier die Gastarbeiter, wir sind hier angekommen und werden eigentlich die besseren Deutschen werden? Also die Form von Integration, das hat man ja oftmals so bei, also wie bei Konvertiten, die dann sagen, okay, wir legen unsere Herkunft ab und diese Herkunft liegt in dieser Familie und die ist ja auch in ihm verwurzelt. Also er ist ein Kind seiner Familie. Ja, genau, also da, genau, das ist das Grundthema des Buches, dass er selbst und die Familie damit permanent konfrontiert ist, dass er auch jetzt hier in dieser Szene mit der Schwarzwälder Kirschtorte, dass die Mutter sozusagen als gute Konvertitin die Schwarzwälder Kirschtorte servieren möchte. Der Text und Jelko selbst ist auf unterschiedlichste Art und Weisen immer wieder mit solchen Sachen konfrontiert und er versucht das irgendwie zu überwinden und er spielt eigentlich im Verlauf dieser Jahre alle Möglichkeiten durch. Also er ist eben mal Jimmy wird sehr, versucht eigentlich ein anderer zu sein, scheitert und versucht irgendwie einen Weg zu finden, all das, was in ihm ist, was seine Familie mitgegeben hat, so miteinander in Einklang zu bringen, dass er eigentlich irgendwie eine Art von innere Ruhe hat. Also das ist das Ziel, auf das sich er selbst im Erzählen der Geschichte zu bewegt. Aber mit dieser Ruhe wird nicht viel, weil im Gegenteil, er hat diese Sehnsucht in diese andere Welt einzutauchen und dieses andere Leben zu führen. Er scheitert immer wieder, er ist auch immer irgendwie einsam, hat man das Gefühl. Er ist nicht wirklich glücklich und zufrieden, er fällt in eine Depression,
also ich will nicht alles vorwegnehmen, aber diese Entwicklung, dieses Jelko, das hat auch was ganz Verstörendes und es gibt auch so einen tiefen, also was wir jetzt gehört haben, ist ein lässiger, junger Typ. Das wird sich aber ändern. Also er ist auch zornig, weil er es nicht schafft, wirklich dort anzukommen, wo er hin will. Genau, aber also im Gegensatz zu dem Zorn sind mir eigentlich die Momente der Depression und Einsamkeit wichtiger. Und das war mir auch tatsächlich, da habe ich eigentlich das Gefühl, das ist eigentlich in den Gesprächen, die ich über das Buch führe, da stelle ich selbst fest, dass das eigentlich tatsächlich die einzige Intention ist, die ich hatte beim Schreiben. Ich wollte eine Aufstiegsgeschichte erzählen, die keine Aufstiegsgeschichte ist, in der jemand von unten kommt nach oben und oben ankommt und dann wird ihm gratuliert und die Geschichte ist fertig. Diese Art der Erzählung, die gibt es ja sehr häufig oder wenn die sehr verkürzt in Berichterstattung oder so da ist, kennt man die so ähnlich von der Dramaturgie her. Und ich fand und finde es immer so ein bisschen eine bittere Gratulation, weil man einem Menschen gratuliert, dazu etwas zurückgelassen zu haben. Also in dieser Aufstiegsbewegung steckt drin, dass man von irgendwo weggeht und dass man diesen Weg in den allermeisten Fällen alleine geht. Und deswegen war es mir wichtig, auch Jelko als Figur in diese Phase, die dann Teil dieser Aufstiegsgeschichte ist, gehen zu lassen, dass er eben diese Strecke alleine geht, ohne Freunde geht und er eben auch keine Orientierung hat, sprich sich auch Menschen entgegenwirft, die ihn verführen können. Das ist Martha einerseits, da ist das immer ein bisschen unklar, ob sie ihm gut tut oder nicht gut tut, aber es kommt später noch eine männliche Figur hinzu, ein Professor, mit dem er auch so eine Art erotisches oder intellektuelles Verhältnis hat oder irgendeine Art von Anziehung. Und dem ist er mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert, weil er das ausnutzt, dass er keine Ahnung hat. Mhm. Und diese Momente, die waren mir tatsächlich wichtig, dass die Teil dieser Geschichte sind, viel mehr als Wut oder Zorn. Ja, aber der ist eben, es schwingt so unterschwellig mit, ne? Also so diese, aber genau. Und da habe ich gedacht, bei diesen beiden Figuren, also Professor Donnelly, das ist eben dieser Professor, der ihn dann beschäftigt auch, und Martha, die ja auch irgendwie so, wie so Mutter-Vater-Figuren werden, ne? Aber eben nicht im eigentlichen, also nicht im Guten, vor allem bei Professor Donnelly eben nicht im Positiven, aber er sucht so etwas, ne? So einen väterlichen Freund oder sowas. Genau, das sind beides eigentlich Elternersatzfiguren auch auf eine Art, dass er von denen eben etwas bekommt, das wird ihm auch bewusst und er erzählt es auch, als er einmal in der Bibliothek bei Martha Gruber steht und ihm klar wird, dass es eigentlich egal ist, was seine Eltern verdienen, also auch nochmal zu diesem ökonomischen Thema, ist eigentlich völlig egal, ob seine Eltern das Geld hätten, das zu finanzieren. Der Zugang zu dieser Bildung, zu diesen Büchern, den können sie ihm niemals geben. Mhm. Und das findet er dann eben in diesen beiden Elternersatzfiguren auch. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Ja, genau, und wir machen jetzt einen richtig großen zeitlichen Sprung. Der Roman heißt Jahre mit Martha und wir sind jetzt Jelko, nach diesem ersten Sommer schafft es Jelko, ein sehr gutes Abitur zu machen und er schafft es an eine Universität nach München und mit Marthas Hilfe und sie haben in dieser Zeit, also Martha und Jelko, eigentlich sehr wenig Kontakt, sie treffen sich zweimal auf Jüst, beziehungsweise vor der Nordseeinsel Jüst beim zweiten Mal, da sie beim zweiten Mal segeln sind. Und das auch erzählerisch Tolle beim Segeln in Gezeitengewässern ist, dass es Ebbe und Flut gibt und man sich trocken fallen lassen kann. Und
trocken fallen lassen, heißt, das Schiff legt sich ins Watt und sie liegen dort im Watt, schlafen zum ersten Mal miteinander und danach bekommt er die Nachricht vom Tod seines Großvaters in Bosnien-Herzegowina und das bedeutet, dass sie sofort los müssen, beziehungsweise Jelko los muss, weil er am nächsten Tag dort sein muss, dort sein will. Und diese Fahrt, die macht er jetzt mit Marta Gruber zusammen. Sie fahren sofort los, fahren die ganze Nacht durch und Jelko sitzt am Steuer und Marta wacht im Morgengrauen davon auf, dass unter dem Auto so Geräusche sind und es summt und brummt und sie fragt Jelko, was das ist. Ich erzählte Marta, dass man im Winter den Schnee in dieser Gegend mit Baggern wegräume, weil er in so großen Massen komme und die Gemeinden hier einfach zu arm seien, um das notwendige Wintergerät anzuschaffen, wie man es aus den bayerischen Voralpen kenne. Die Schaufeln hinterließen dann unzählige Risse und Rillen im Asphalt, die nun dieses Geräusch unter unserem Auto verursachten. Dann dachte ich, was für ein Quatsch, warum erzähle ich Martha genau das, was man damals uns Kindern erzählt hat? Das ist von den Panzern, sagte ich. Diese Straße ist nicht gemacht. Martha schaute mich irritiert an, als wäre sie sich nicht sicher, ob ich gerade einen merkwürdigen Witz machte. Die Geschichte mit den Schneebaggern schien sie eher glauben zu wollen als die mit den Panzern. Aber weil ich weiter nichts sagte und Martha sich jetzt auf die Umgebung einließ, sah sie nach und nach, was Touristen auf den ersten Blick oft übersehen oder komischerweise für Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg halten. Hier und da ein Haus ohne Dach, vernarbte Fassaden, ausgebrannte Ställe, ein verlassenes Dorf. So fuhren wir eine ganze Weile schweigend durch die Berge. »Kannst du bitte anhalten?«, fragte Martha irgendwann und ich fuhr an den Straßenrand. »Pass auf, Schlangen und Minen, gib Acht, wo du hingehst, geh nicht von der Straße weg.« Aber Martha stand schon in einem Gebüsch und kotzte. Ich stieg schnell aus, eilte hinterher und hielt Martha die Haare zurück. Mir tat das alles umgehend sehr leid. Ich hatte kein Gefühl dafür, wie das für jemanden sein musste, der den Krieg zum ersten Mal als etwas erkannte, was nicht abstrakt war, der das zum ersten Mal begriff, der das zum ersten Mal mit jemandem in Verbindung brachte, für den er Gefühle hatte und der es dadurch zum ersten Mal mit sich selbst in Verbindung bringen könnte. Wie es sich anfühlte für jemanden, den das voll erwischte. Es machte mich traurig, Martha kotzen zu sehen. Es machte mich traurig, dass ich mir Marthas Perspektive nicht vorstellen konnte. Es machte mich traurig, dass die Welt so war. Die beiden kommen rechtzeitig in der Herzegowina an zur Beerdigung und sie bleiben dann auch noch ein bisschen, weil sie jetzt ja schon sehr, sehr lange wach sind und die Nacht durchgefahren sind. Und am nächsten Tag spazieren sie zusammen durch das Dorf in der Herzegowina und Jelko erzählt Martha, was er dort früher in den Sommerferien erlebt hat, wenn er seine Familie besucht hat. Er erzählt Geschichten, die er von seinem Vater kennt und sie kommen dann an einem Gestrüpp vorbei, an einem Gebüsch und da steht ein Holzmast und Jelko zeigt auf diesen Holzmast und sagt, da war früher ein Brett dran und ein Ring und wir haben hier Basketball gespielt früher. Und wenn man den Blick schweifen lässt über diesen Holzmast hinaus, sieht man auch ein Tal und auf der anderen Seite ein Gebirge, das sich dort erhebt. Und Jelko erzählt, dass dort durch dieses Tal von Berg zu Berg zu Zeiten der Balkankriege dort die Front verlief. Oder eine Front. Ich erzählte Martha, wie ich hier in den großen Ferien Basketball gespielt und so wenig mit Granaten gerechnet hatte, dass ich das erste Grummeln noch für ein entferntes Gewitter hielt. Erst als mit dem zweiten und deutlich lauteren Wummern die anderen Kinder unser Spiel unterbrachen und nach einer kurzen Diskussion über den wolkenlosen Himmel beschlossen, dass wir alle irgendwo in ein Haus müssten, verstand ich, was passierte. Wir waren 11 Kinder, das älteste 14, das kleinste vielleicht 2,5, Mädchen und Jungen. Ich nahm Juba an die Hand und machte, was die anderen Kinder machten. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand von uns Angst hatte.
Wir achteten aufeinander und rannten als Gruppe geschlossen bis zum nächsten Hof, wo eine Baba schon am Tor auf uns wartete und uns alle hereinließ. 11 Kinder und eine Oma, so saßen wir den restlichen Tag über zusammen in einer Küche und warteten. Wir ließen die Rollläden herunter und übernahmen das Haus. Von den 2 Kovacevic-Familien, die hier lebten, war nur die Baba da. Es war, als gäbe es keine Erwachsenen mehr. Ich habe den weiteren Nachmittag als lustig und aufregend in Erinnerung. Die Baba saß auf einem Stuhl an der Wand und die älteren Mädchen holten Lippenstifte und Nagellack aus dem Badezimmer und schminkten zuerst sich und dann die kleineren Mädchen, auch Ljuba. Bald sahen sie alle aus wie Madonna. Einer der älteren Cousins holte von irgendwoher aus dem Haus ein Gewehr und stellte sich damit an ein Fenster, guckte durch die Schlitze des Rollladens hinaus und kündigte an, jeden zu erschießen, der am Haus vorbeikommen sollte und nicht Kovacevic heiße. Als wir Hunger bekamen, schälten die Mädchen Kartoffeln und machten ein großes Blech mit Backkartoffeln und Ketchup für alle. Wir spielten Mau Mau. Wir tranken Mirinda aus Bierkrügen und zockten. Der Verlierer musste einen Krug voll Brunnenwasser trinken, bis ihm schlecht wurde. Und immer wenn wir während des Mau-Mau-Spiels eine Detonation hörten, sagte der kleine Cousin mit der krächzenden Stimme, geh in die Fotze deiner Mutter oder ein Gott soll deinen Gott ficken oder ich ficke die Fotze der Mutter von Jesus. Und erst als er sagte, ich ficke Pfarrer Ahnte auf dem Grab, schritt die Baba zum ersten und einzigen Mal an diesem Tag ein, beugte sich auf ihrem Stuhl an der Wand ein Stück nach vorne und mein kleiner Cousin bekam einen Weidenzweig über Wange und Mund gezogen, den die Baba die ganze Zeit schon in der Hand gehalten hatte, als würde sie auf Kühe aufpassen. Das Geräusch war fies. Dass mein Cousin doch nur ein kleines Kind war, zeigte sich darin, dass er vor Schreck anfing zu weinen. Es war diese Geschichte, die ich Martha erzählte, als wir dort im Gestrüpp standen. Und als ich merkte, dass Martha mir ihre Anteilnahme und ihr Mitleid zum Ausdruck bringen wollte, wurde mir ganz unwohl. Mich selbst verunsicherte diese Geschichte nicht. Sie war aufregend und erzählenswert, aber es war für mich keine schlechte Erinnerung, die ich an jenen Tag hatte. Erst durch Marthas Reaktion verschob sich etwas. Nach so vielen Jahren sah ich zum ersten Mal, dass die Granaten, die wir an dem Tag gehört hatten, auch jedem Einzelnen von uns Kindern gegolten hatten. Jemand hatte uns töten wollen, wirklich uns. Damals hatten wir uns darüber lustig gemacht, dass diejenigen, die diese Granaten abfeuerten, zu dumm seien, um unser Dorf zu treffen. Alles an dem Tag war rechts und links an uns vorbei und über uns hinweggegangen. Ich mache jetzt wieder einen größeren Sprung zeitlich. Jelko schafft es also nach München an eine Universität, er studiert dort, er schafft es auch, einen Abschluss zu machen, aber er macht aus diesem Abschluss eigentlich nicht so viel. Er findet anfangs einen Job und verliert sich dann immer mehr in Depressionen, auch in Drogen, er konsumiert viel Marihuana und er hat dann irgendwann einen Zeitpunkt, in dem er keinen Kontakt mehr hat zu Martha, in dem er auch keinen Job mehr hat in München oder in der Nähe von München. Und dann kehrt er zurück nach Hause, nach Ludwigshafen, zu seiner Familie. Und nachdem er dort auch eine Zeit lang so ein bisschen durchs Leben meandert, versucht er wieder Tritt zu finden damit, dass er tagsüber in einem Verein arbeitet, nämlich beim FC Kroatia Vorderpfalz arbeitet er in der Jugendabteilung. Und betreut dort Mannschaften und legt Ordner an für diese Mannschaften und gibt auch eine Vereinszeitung heraus. Und aus dieser Zeit, das ist jetzt schon sehr weit hinten im Roman, das sind die letzten Jahre oder Monate, aus dieser Zeit lese ich jetzt noch 2 kurze Stellen. Wenige Tage vor dem Beginn des Prozesses gegen Mitglieder des NSU sah ich zum ersten Mal im Leben meinen Vater ohne Schnurrbart. Es war im Frühsommer, ich kam vom Sportplatz nach Hause, es war Abend, aber noch hell, mein Vater saß am Wohnzimmertisch, er las in einer Tageszeitung. Er trug eine blaue Jeans und ein gelbes Polohemd, er sah ganz anders aus als sonst.
irgendwie frischer. Alles an ihm war ungewöhnlich. Sein Gesicht hatte sich verändert, der schwarze Schnurrbart war weg, er hatte eine Lesebrille auf. Auch in dieser Kleidung hatte ich ihn unter der Woche nie zuvor gesehen. Normalerweise trug er abends noch den Blaumann aus der Werkstatt oder einen Trainingsanzug. Und das Einzige, was er sonst abends las, war die Fernsehzeitung oder das kroatisch-katholische Kirchenheft. Was ist los mit dir? Nichts. Du siehst aus wie ein deutscher Rentner. Gut so. Was ist los? Sogar Türken sprechen mich auf Türkisch an. Was redest du? Mein Vater hielt mir einen Teil der Zeitung hin, in dem es um den Beginn des NSU-Prozesses ging. Auf einer halben Seite waren die Opfer abgebildet, 9 Männer, eine Frau. Ich guckte abwechselnd auf die Zeitung und in das Gesicht meines Vaters. Sag mir, dass ich kein Ausländer bin. Chacha, wer bin ich? Chacha, ich habe nichts gesehen von diesem Land, außer Container und Baustellen. Chacha, ich habe Angst. Chacha, du musst keine Angst haben. Deutschland, ich bin auch nicht für Verbrecher, aber ich meine gegen die Ausländer. Menschen in Deutschland müssen begreifen, für ein Land ist das ein großer Gewinn. Wenn du in ein anderes Land gehst und du holst Menschen von dort, stellst sie bei dir in deine Fabrik oder an deinen Gemüsestand, das ist ein großer Gewinn. Chacha, ohne Bart siehst du aus wie ein braungebrannter deutscher Rentner im Urlaub. Immer wenn es ein Angebot gab, irgendeinen Kurs zu machen oder angelernt zu werden, ich habe mich immer gemeldet, ich habe immer geguckt, wo es ein bisschen leichter geht, damit ich nicht so kaputt gehe. Habe ich verdient, viel Arbeit für Deutschland, Brücken, Tiefgaragen, neue DDR, Flughafen Frankfurt. Chacha, an unserer Tür steht Fischer, du bist sicher. Was ist mit Justin? Was ist mit meiner Alia Gordana, meiner Enkelin, meinem Engel? Ich verspreche dir, Chacha, sie werden sicher sein. Deutschland ist ein gutes Land. Zusammen mit Türken, Jugos, Rumänen habe ich gebaut, deutsche Vorarbeiter. Siehst du, zusammen habt ihr es gebaut. Siehst du, Chacha? Sinemoi. Mein Vater guckte in die Zeitung und schüttelte immer wieder den Kopf. Als ich am nächsten Tag vom Sportplatz nach Hause kam, hing eine Deutschlandfahne in unserem Vorgarten. Schelko gibt diese Vereinszeitschrift heraus. Und alles, was er jetzt in diesen zurückliegenden, ja, es ist mehr als ein Jahrzehnt, Jahren erlebt hat und erfahren hat, das alles entlädt sich jetzt. Alle Schubladen, an denen er gescheitert ist, der abrasierte Schnurrbart seines Vaters, das alles führt dazu, dass er jetzt einen Artikel veröffentlicht, einen Text in diesem von ihm selbst herausgegebenen Vereinsblatt vom FC Kroatia Vorderpfalz, in dem er eigentlich alle angreift und auch darauf eingeht, also auch in diesem Verein gibt es verschiedene Strömungen. Es gibt beim FC Kroatia Vorderpfalz nationalistische Strömungen, offenere Strömungen und das alles vermischt und entlädt sich jetzt aus der Feder eines Depressiven in einem Aufruf, den er in diesem Vereinsblatt abdruckt. Mit der Überschrift Werdet unsichtbar. Eine Leitkultur für den FC Kroatia Vorderpfalz e.V. Von Jelko Draženko Kovacevic. Wir repräsentieren Ausländer in Deutschland. Wir repräsentieren Ex-Jugoslawen in der Vorderpfalz. Wir repräsentieren Kroaten in der Vorderpfalz. Wir repräsentieren Menschen aus Bosnien-Herzegowina, wir repräsentieren den Verein. Wir sind pünktlich, wir sind geduscht, wir sind frisiert, wir tragen die Trainingsanzüge des Vereins. Auf dem Spielfeld sprechen wir Deutsch. Wir spielen Fußball und gehen wieder nach Hause. Wir grillen nicht am Spielfeldrand. Wir singen keine kroatischen Lieder. Wir singen keine nationalistischen Lieder, auch nicht in der Kabine. Kroatische Lieder singen wir zu Hause und in der Kirche, nationalistische Lieder singen wir überhaupt nicht. Wir geben dem Schiedsrichter die Hand. Wir beleidigen keine Spieler anderer Mannschaften, auch nicht die Familienangehörigen der Spieler. Wir beleidigen sie niemals. Wir lassen uns nicht provozieren, nicht mal von unseren eigenen Kindern. Wir fluchen nicht. Wir fluchen nicht. Wir fluchen nicht, 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 wir fluchen nicht,
Wir fluchen nicht, wir fluchen nicht. Wir schimpfen nicht auf andere Ausländer. Wir schimpfen nicht auf andere Deutsche. Wir schimpfen nicht. Wir akzeptieren jede Entscheidung. Wir akzeptieren jede Fehlentscheidung. Werden wir benachteiligt, akzeptieren wir es und strengen uns doppelt an, den Nachteil aufzuholen. Schießen wir ein Tor, verzichten wir auf Jubelläufe. Wir freuen uns still. Wir freuen uns zu Hause. Egal wie das Spiel ausgeht, wir sagen, ihr seid die bessere Mannschaft. Gewinnen wir, sagen wir, das war Glück. Verlieren wir, sagen wir, ihr seid unsere Vorbilder. Wir wollen sein wie ihr. Wir wissen, wenn Deutsche krank sind, pflegen wir sie. Wenn Deutsche ihre Wohnung schmutzig machen, putzen wir sie. Wenn Deutsche ein Paket bestellen, bringen wir es. Wenn Deutsche ein neues Badezimmer benötigen, fließen wir es. Wenn Deutsche einen unserer Fußballer haben wollen, geben wir ihn ab. Was wir kosten? Die Hälfte. Was wir dafür tun? Alles. Keine Ausländer wollen wir sein, keine Nazis wollen wir sein, still wollen wir sein, in Deutschland wollen wir sein. Keiner konnte etwas damit anfangen. Für die einen klangen meine Zeilen wie Hohn, für die anderen waren sie verletzend, für die nächsten waren sie strafbarer Irrsinn. Eine der umstrittensten Passagen war die 10-malige Wiederholung des Satzes »Wir fluchen nicht«. »Ist das dein Ernst, Doktore?« rief einer mir entgegen. »Ein Leben ohne Fluchen ist komplett sinnlos.« »Dann können wir auch gleich sterben gehen«, rief ein anderer. Bis hierhin, vielen Dank. Danke. So wie Sie das lesen, ist es immer noch so lässig. Und da habe ich aber die Wut gelesen. Ja? Also genau diese Sarkasmus ist ja wie so ein Manifest, also wie so ein wütendes, sarkastisches Manifest und so. Und hier nehmt, ja, genau. Ist aber toll, also das eben doch. Ja, ich selbst finde es nicht so wütend. Also ich find diese Stelle sehr traurig. Und, ja, ja. Und in der Skurrilität auch lustig. Aber, aber trotzdem, ich habe das irgendwie so gedacht, ja, da kommt einiges raus. Ja, es entlädt sich auf jeden Fall etwas. Ja, genau. Also ich würde zum Schluss gerne noch ein bisschen über das Schreiben reden. Also Sie haben vorhin erzählt, es fing an mit diesen beiden Figuren, denen Sie gefolgt sind, denen Sie eine Geschichte geben wollten. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Sie sind ja auch Lektor. Von George R. R. Martin, das ist der Game of Thrones, die Romane geschrieben hat. Und der hat, fand ich ganz interessant, zwei Kategorien von Autoren bestimmt. Die Architekten und die Gärtner. Mhm. Und Sie kennen das? Ja. Also interessant, weil Gärtner, er wird dann irgendwann auch Gärtner. Und das fand ich ganz interessant, weil der Gärtner, also die Architekten plotten durch. Ne? Also die haben wissen, wie das Haus aussehen wird, dass sie da bauen, das Fundament, wie viele Zimmer, wie viele Etagen, wie viele Leute einziehen und so weiter. Und der Gärtner hat eine Figur oder einen Charakter oder ein Gefühl oder eine Idee und lässt die wachsen. Und jetzt ist die Frage, also das klingt bei Ihnen eher so, als wären Sie der Gärtner-Typ, neben Jelko. Nee, ich bin gärtnernder Architekt. Also Landschaftsarchitekt. Nee, also ich setze schon einen Rahmen und habe eine Architektur im Sinne, aber darin lasse ich es dann wild wachsen. Ah ja, ach, das ist interessant. Ja. Ah, okay. Weil man kann ja auch sagen, okay, ich gärtner erstmal und dann gehe ich irgendwie mit der Schere ran mit der, und mache so den Wildwuchs weg. Ja, ich mache das parallel. Also ich, also jetzt ganz grob gesprochen, es gibt natürlich unterschiedliche Phasen, aber ich, einerseits habe ich dann irgendwann schon so eine Idee, wo das hingeht und eine Dramaturgie, über die ich mir auch Gedanken mache. Und der folge ich aber nicht unbedingt. Also das ist, irgendwie brauche ich die, aber wenn die Geschichte sich oder eine Figur anders entwickelt, trickse ich dann und verändere wieder die Dramaturgiesätze, die ich mir so überlegt hatte oder aufgeschrieben habe. Mhm. Also ich passe das eigentlich permanent aneinander an. Mhm. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil am Anfang des Romans
gibt er ja auch so, also Jelko, der Erzähler, auch so eine Prämisse aus. Ne? Also warum er diese Geschichte erzählt, warum er auch meint, Zitat, weil ich glaube, dass wir uns mehr Geschichten erzählen sollten über uns in unserem Land und so, in diesem Land. Und er spricht dann eben auch, mir selbst will ich meine Geschichte erzählen, weil ich die Irrwege meines jungen Erwachsenenlebens in eine Dramaturgie sortieren will, die auf ein versöhnliches Ende zusteuern soll. Wir werden jetzt nicht verraten, ob es ein versöhnliches Ende gibt, weil das wäre zu viel des Guten. Sie müssen ja das Buch das mal noch lesen, erst mal kaufen und dann lesen. Ist das aber so etwas, was sich dann für Sie auch eingelöst hat? Also mit diesem Begleiten von Jelko und seinen Umwegen, die er geht in seinem Leben und auf das Ende, das er zusteuert, dass Sie jetzt unabhängig von der von Ihnen gebauten Dramaturgie sagen, ja, also es hat sich irgendwie erfüllt, was er... Ja, also ich glaube sogar, dass wir nicht mal was spoilern würden, wenn wir über das Ende reden, weil ich festgestellt habe, dass es sehr unterschiedliche Lesarten gibt. Für manche ist es ein versöhnliches, glückliches Ende, für andere ist es irgendwie ein trauriges Ende. Ich selbst sehe es so und habe schon das Gefühl, dass das auch für Jelko sich auflöst. Sein Vorhaben ist es, im Erzählen dieser Geschichte, er erzählt die retrospektiv, seine Irrwege zu sortieren und auf ein versöhnliches Ende zuzusteuern. Und dieses Sortieren eigentlich seines Lebens erfordert eine große Offenheit sich selbst gegenüber. Und deswegen erzählt er sehr, sehr intime Dinge auch, intime Gedanken. Und er erzählt sehr, sehr viel und lässt sozusagen den Zuhörer sehr nah an sich ran. Und er selbst kommt am Ende für mich zumindest irgendwo an einem Punkt an, von dem aus er nicht mehr mit sich selbst kämpft. Mhm. Deswegen ist es für mich eigentlich ein gutes Ende, weil er irgendwie eine Art inneren Frieden gefunden hat. Und er ist ja auch zum Ende des Romans noch recht jung, er ist Anfang 30. Ich selbst stelle es mir eigentlich schon so vor, dass er auf der Basis, auf der er am Ende ankommt, dann wieder neue Wege und andere Wege beschreiten kann, die ihn vielleicht auch gesellschaftlich höher bringen, als es jetzt am Ende der Fall ist. Wie leicht oder wie schwer ist es Ihnen gefallen, Abschied zu nehmen von Jelko und Martha? Also man sagt, es ist eine Geschichte, die man ja auch weitererzählen könnte. Also mir ging es so, ich sage, okay, da bin ich jetzt mit ihm. Ja, also ich stelle fest in den Gesprächen über den Roman, dass wenn ich darüber nachdenke, das weiterzuerzählen, ich eher über Martha nachdenke, weil es zu Martha viel mehr Fragen gibt, weil sie so eine Leerstelle in dem Roman bleibt. Aber unabhängig davon muss ich sagen, dass mir das, entweder ist es mir nicht schwer gefallen oder ich habe es noch nicht gemerkt, dass ich Abschied genommen habe, weil ich das Gefühl habe, selbst auch noch hier sitzend, ich habe das Gefühl, die Arbeit mit dem Buch ist irgendwie noch gar nicht zu Ende, sondern es ist geschrieben und diese Geschichte ist da. Und jetzt stelle ich fest in Gesprächen, dass es für andere Menschen, die Geschichte lesen, eine andere Geschichte ist. Und irgendwie habe ich gar nicht das Gefühl, dass die Arbeit am Roman, damit meine ich jetzt nicht die Tatsache, dass ich hier sitze, sondern überhaupt so die Verfertigung der Geschichte, die entsteht ja auch durch die LeserInnen, was jeder Mensch mitbringt, der jetzt diese Geschichte liest. Und deswegen habe ich noch gar nicht wirklich Abschied genommen von dieser Geschichte. Das ist auch wirklich toll, weil dieser Roman also nicht nur er hat Projektionsfiguren, also mit Martha und mit Donnelly und so weiter und so fort, sondern er wird auch selber zu einer Projektionsfläche für uns, die wir diese Geschichte lesen. Und das ist das Tolle. Und wenn Sie sagen, dass da so viel, also dass sich da wieder andere Räume öffnen, ja, auch durch die Reaktionen der Leute, die es gelesen haben. Allerletzte Frage. Wie gesagt, Sie sind Lektor. Sind Sie ein strengerer Autor als Lektor? Also Sie lektorieren sich ja permanent selbst auch. Und dann kommt die Lektorin und arbeitet mit Ihnen an dem Text. Das ist ja eigentlich irgendwie auch ein Vorgang, wo man denkt, oh Gott, wie geht das? Ja? Also kloppen Sie sich dann mit der Lektorin? Sagt er, nee, also ich als Lektor würde jetzt sagen, das ist total in Ordnung. Nee, gar nicht.
Also mich verwundert die Frage immer, weil ich, sie scheint völlig berechtigt zu sein, weil ich sie häufiger gestellt bekomme. Mich verwundert sie insofern, als dass ich selbst, wenn ich so lange an einem Text arbeite, ich habe jeden Satz in diesem Roman hunderte Male, manche tausende Male in meinem Inneren gehört, vorgesprochen beim Schreiben, beim Überschreiben und Bearbeiten, dass mir selbst jede Distanz fehlt. Und Distanz, würde ich aus meiner Erfahrung als Lektor sagen, ist die Grundvoraussetzung, um zu lektorieren. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Modi, in denen man so einem Text begegnet oder an einem Text arbeitet. Und diese große Distanz, die man benötigt, die habe ich zu 0% bei meinem eigenen Text. Und deshalb war die Arbeit mit meiner Lektorin sehr gewöhnlich und sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig. Also wir haben noch viel dran gearbeitet. Und ich habe auch das Gefühl, das ist mir nochmal aufgefallen, was mir vielleicht vorher oder was mir in meiner Arbeit als Lektor nicht so bewusst ist permanent, wie es mir dann als Autor bewusst wurde, dass ich durch das Gespräch mit meiner Lektorin, es ist ja nicht so, dass in dem Moment, in dem ich ihr den Text gegeben habe, ich unglaublich überzeugt war von jedem Satz, der da stand. Mhm. Das heißt, die Sicherheit dem eigenen Text gegenüber, die dafür war das Gespräch mit meiner Lektorin und auch die Einwände, die sie hatte, total wichtig, weil ich festgestellt habe, weil ich mir bewusst geworden bin über meinen eigenen Text, was sie mag, was sie nicht mag und wo ich dann auch festgestellt habe, dass wir die und die Sachen noch überarbeiten müssen und wir das auch gemacht haben. Und dadurch habe ich auch Sicherheit dem Text gegenüber gewonnen im Hinblick auf das fertige Buch dann. Ja, okay. Also das ist wirklich, also ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist wirklich ein toller Roman, es ist ein Abenteuer, den zu lesen und diese Figuren zu begleiten. Und ja, es ist eben viel, es ist auch, hätten noch sprechen können über diese Schriftstellerin, die er entdeckt, Hertha Kräftner, die sehr jung gestorben ist, die ihn immer wieder begleitet, also er liest sie immer wieder. Und also das ist so ein Kapitel, er hört Michael Jackson, also Popkultur, Popgeschichte, spielt Literaturgeschichte, aber eben alles so mit seinem Blick auf die Welt und nicht mit so einem abgehobenen, mit so einer abgehobenen Sicht auf die Dinge. Also dieser Roman ist toll. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob wir noch schaffen, was zu lesen. Ich habe die Zeit nicht im Blick. Ich glaube, wir sind gut fertig. Deswegen lesen Sie diesen Roman. Vielen Dank, Martin Korditsch, für die Jahre mit Martha. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und der Tisch ist gedeckt mit Büchern. Vielen Dank. Oder? Vielen Dank.